Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ja, ich freue mich sehr, als nächsten Vortragenden Dr. Johannes Zeilinger ankündigen zu dürfen, der Ihnen allen oder zumindest den meisten sicherlich bekannt sein dürfte, sodass ich mich bei seiner Vorstellung recht kurz fassen kann. Johannes Zeilinger, im hauptberuflichen Leben Facharzt für Chirurgie, war von 2007, wie Sie alle wissen werden, bis 2019 Vorsitzender der Karl-May-Gesellschaft, von 2008 bis 2022 Mitherausgeber des Jahrbuchs der Gesellschaft. Und immer wieder hat er sich mit historischen und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen um den Radebeuler Reiseerzähler beschäftigt. Zuletzt veröffentlichte er die sehr beachtliche, größere analytische Betrachtung über Medizinisches im Leben und Werk Karl Mays. Er wird heute, wie Sie bereits sehen, über Karl Mays Todeskarawane referieren und Sie unter den zu hinterfragenden Aspekten eines dramatischen Seelenprotokolls oder einer kolonialen Propaganda analysieren. Auch das verspricht doch sehr viel und wir dürfen auch hier wieder sehr gespannt sein. Also Hans, bitte. Ja, einen guten Abend. Mir ist die dankbare Aufgabe zugefallen, nun kurz vor der endgültigen Erschöpfung Sie nochmal mit einigen Tiefen oder Untiefen aus dem Werk Karl Mays vertraut zu machen, diesmal mit dem Motiv der Todeskarawane. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne Zweifel zählt der Orientzyklus zu Karl Mays besten Werken. Seine erzählerische Qualität ist oft gerühmt worden. Und so mag Klaus Roxins Feststellung genügen, dass sich hier May auf einem literarischen Niveau bewegte, das er in seinen Reiseerzählungen nur noch gelegentlich erreicht und nie mehr übertroffen hat. Zunächst erschien die Erzählung ab Januar 1881 als Fortsetzungsroman. Und besonders ein Abschnitt, überschrieben mit dem Titel »Die Todeskarawane«, erfuhr eine ungewöhnliche Beachtung. Schon 1920 wurde die Episode zu einem seinerzeit allerdings erfolglosen Stummfilm verarbeitet. Jahrzehnte später lobte sie Roxin als literarisch die beste des vielbändigen Romans. Die Handlung der Erzählung verlagert sich aus den Bergen Kurdistans in die Ebene Mesopotamiens. Dort trifft Kare Benemsi auf eine Karawane pilgernder Schiiten, die sterbliche Überreste von Glaubensbrüdern mit sich führen, um sie in Kerbela bestatten zu lassen. Die Toten, so May, liegen in leichten Särgen, welche in der Hitze zerspringen. Oder sie sind in Filzdecken gehüllt, die von den Produkten der Verwesung zerstört oder doch durchdrungen werden. Und so ist es dann kein Wunder, dass das hohläugige Gespenst der Pest jenen Todeszügen auf dem Fuße folgt. Wer ihnen begegnet, weicht weit zur Seite aus. Nur der Schakal und der Beduine schleichen herbei, der eine angezogen von dem Geruche der Verwesung und der andere herbeigelockt von den Schätzen der Karawane. Für die Reisenden ist vor allem der durchdringende Geruch das Ekelhafte an der Begegnung. Die eigentliche Gefahr aber, so May, ist der Hauch der Pest, der von den Leichen ausgeht. Kein Wunder daher, dass einst, als die Karawane noch durch Bagdad ziehen durfte, sich die Pest über die Stadt verbreitete. Die Seuche begann zu wüten und Tausende fielen der muhammedanischen Gleichgültigkeit zum Opfer. In den dunklen Augen der schiitischen Pilger, Verursacher dieser Katastrophen, glüht der Fanatismus. Und ihr Hass auf Andersgläubige ist unversöhnlich. Quasi als pars pro toto beschrieb May einen schiitischen Bettler, dessen Schenkel und Arme in höchst widerlicher Weise von Messern durchbohrt waren. Auch alle anderen Teile seines Körpers waren mit Nadeln bespickt. Es gab an seinem Körper keine pfennigrose Stelle, welche nicht eine dieser schmerzhaften Verwundungen aufzuweisen hatte. Hier, so Kare Benemsi, konnte es nur eine vernünftige Reaktion geben.
Diesem fanatisch dummen Menschen aber hätte ich wahrhaftig lieber eine Ohrfeige als einen Almosen gegeben. Zu dieser Tat kam es nicht mehr, da die Kräfte des Deutschen am Schwinden waren. Ich fühlte mich körperlich sehr müde und geistig niedergeschlagen, ohne dass ich für dieses Akkablement eine Ursache hätte angeben können. Das Gespenst der Pest hatte seinen Schatten über den Berichterstatter geworfen und bei den Trümmern von Babylon bemerkt er schließlich, Zitat, dass sich bei mir Beulen unter den Achseln und am Halse, ein Karfunkel im Nacken und rote Petechiengruppen auf der Brust entwickelten. Ein Schnitt in die Eiterbeule, dazu frische Luft, kaltes Wasser und Vertrauen in die eigene, robuste Natur bringen ihm jedoch Heilung. Aber kein Ende der Gefahr, denn nun erkrankte Halef ebenfalls an der Pest und bei ihm entwickelte sich die schwerste, die biliöse Form der Pest. Auch Halef gesundet wieder, wie wir wissen, und dann drängt es die Reisenden, die Gegend zu verlassen. Zu den Stärken des Orient-Romans gehört der sorgfältig recherchierte Rahmen der Erzählung. Dieses Qualitätsmerkmal fand aber bei den Interpretationen der Todeskarawan-Episode nur wenig Beachtung. Exemplarisch soll auch hier Roxin zitiert werden, der als Hintergrund der Erzählung den Verlust der Liebe, sprich Mutterliebe, benennt und somit den Text als eine Auseinandersetzung meist mit seinen Eltern deutete. Für Hermann Wulkschaft ist der Orientzyklus als verschlüsselte Biografie zu lesen. Und alles wird als Camouflage realer Ereignisse gedeutet. Geradezu besessen von seinem detektivischen Furor war der Karl-May-Forscher Walter Ilmer, für den die Romanhandlung, aber auch das handelnde Personal, seelisches und personelles Spiegelgeschehen war. Die Reise nach Kerbela ist so seiner Meinung nach eine anschauliche Beschreibung des Zustandes, in dem der Ende Juli 1869 aus der Haft entwichene Karl May sich bis zur Einlieferung ins Zuchthaus Waldheim im Mai 1870 befindet. Damals habe May unter einem Schuldkomplex gelitten, da er seinem Vater nur Schande eingebracht hatte. Waldheim aber, zunächst ein Ort des Grauens und als Pesterkrankung literarisiert, wurde zum Ort der Heilung. Den May verlässt genesen und geläutet das Zuchthaus. Wie genau nun diese Heilung vonstatten gegangen sei, kann auch Ilmer nicht erklären. Und so lässt er May durch ein Wunder retten, das von Gott gesandte Wunder Karl May. Und weiter. Die Justiz zermalmte ihn nicht. Sie beließ ihm, was ihn von Natur auszeichnete. Sein Wesenskern, in Klammern Halef, sein Streben zum Hören, Kare Benemsi, sein begnadetes Talent, Ri, und seine Energie, den Henry-Stutzen. Nun ist für viele Schriftsteller das eigene Leben ein willkommener Steinbruch, dem oft reichlich Material für das Erzählwerk entnommen wird. Und auch May war hier ein fleißiger Arbeiter in der Grube seines Lebens. Auch wenn das Schreiben für manche Verletzungen seines früheren Lebens einen durchaus therapeutischen Effekt hatte, so war er in erster Linie ein Fantasiebegabter, dazu aber auch ein fleißiger Schriftsteller, kurz ein erzählerisches Genie. Die Erzählung, die Todeskarawane, gab er den Untertitel Reiseerinnerung von Karl May. Und so wollte er sie verstanden haben, als authentische Schilderung eines selbst erlebten Abenteuers. Und für den Leser war die Erzählung nicht Fantasieprodukt oder gar verschlüsselte Biografie, sondern ein unverfälschtes Bild aus dem Orient, das sein Urteil über fremde Länder formte. Heute wissen wir, dass sich Karl May bei Armand von Schweiger-Lerchenfelds Sammelband der Orient bediente. Dort heißt es, die Leichenkarawanen nach den schiitischen Passionsstätten sind einzig in ihrer Art auf unserem an Ungeheuerlichkeiten und Torheiten so gesegneten Planeten.
Wer der pestilenten Karawane ansichtig wird, weicht ihr aus, denn wo sie sich niederlässt, legt sie den Keim zu neuer, reicher Todesernte, die in Gestalt der Pest alljährlich ihre Opfer verlangt. Schweiger Lerchenfeld verband seine Skizze mit einem recht bösen Angriff gegen die türkische Nation. Ein Volk, das seine Verwahrlosung und Barbarei höher schätzt als die mühsame abendländische Kulturarbeit. Ein solches Volk von Narren und Egoisten kann selbstverständlich keinen Sinn für Humanismus und Menschenachtung haben. Diesem Urteil zumindest schloss May sich nicht an. Nun aber war Schweiger Lerchenfeld nie Augenzeuge einer Leichenkarawane gewesen. Seine Schilderungen stützten sich auf einen Bericht des Theologen und Kunsthistorikers Julius Braun, der jedoch auch nicht aus eigener Erfahrung schrieb, sondern sich auf das Buch des ungarischen Orientalisten Hermann Vamberi stützte, der verkleidet als sunnitischer Derwisch, im Herbst 1862 eines Nachts auf einen schiitischen Leichenzug traf, der sich schon von Weitem durch einen durchdringenden Geruch bemerkbar macht. Ich zitiere: Die Perser kannten die Ursache dieses Gestankes und als ich mich erkundigte, erhielt ich zur Antwort, dass dies eine Totenkarawane wäre. Eine Totenkarawane, dachte ich mir, das ist doch sonderbar. Und bald gelang es mir, die aus ungefähr 40 mit Särgen beladenen Pferden und Maultieren bestehende Karawane zu erreichen und so schnell als möglich zu passieren. Es war ein fürchterlicher Anblick, als ich einen der Reiter, der Nase und Mund verbunden trug, zu Augen bekam. Und trotz des unausstehlichen Geruches konnte ich mich einiger Fragen nicht enthalten. Der Tote wird oft erst 2 Monate nach seinem Hinscheiden dahin transportiert. Und da man aus ökonomischen Rücksichten 3 bis 4 Särge auf ein und dasselbe Maultier laden will, so werden die eifrigen Perser zwischen 4 Bretter so eng als möglich plattgedrückt. Und bei Ankunft in Kerbela kann so mancher Dickwanst als schlanker Kerl in die Ewigkeit spazieren. Dabei müssen noch die Rechtgläubigen sich immer des Rufes »Ach, wie stinkt es!« enthalten, denn der Leichengeruch wird für Rosen- und Ambraduft gehalten. Die Verehrung der Gräber von Heiligen ist in vielen Konfessionen lebendiger Teil des religiösen Volkslebens. Besonders ausgeprägt ist sie bei den Schiiten, den Anhängern von Mohammeds Schwiegersohn Ali ibn Abi Talib, der als 4. Kalif im Januar 661 beim Gebet vor der Moschee von Kufa ermordet wurde. Sein Tod sicherte seinem Kontrahenten Muawiya die Würde des Nachfolgers des Propheten und das Kalifat verblieb für lange Zeit in der Familie der Umayyaden. Dagegen opponierte die Partei Alis, die Schia, und so wurde zuerst sein ältester Sohn Hassan zum Gegenkalifen ausgerufen, der aber verzichtete auf das Amt und verlebte einen ungestörten Ruhestand. Sein jüngerer Bruder Hussein dagegen übernahm die Führung eines Aufstandes gegen die Usurpatoren, scheiterte aber kläglich. Am 10. Oktober 680 kam es in der Ebene von Kerbela zu einem höchst ungleichen Kampf. Mit dem Koran in der linken und einem Schwert in der rechten ritt Hussein in das sichere Verderben. Sein Tod verlieh der Schia den Glorienschein des Martyriums und die Schlacht, so unbedeutend sie in militärischer Hinsicht auch war, wurde zu dem zentralen Trauma der schiitischen Glaubenslehre. Alljährlich ist auch heute noch der Tag von Husseins Martyrium für die Schiiten ein Tag der Trauer, und sein Grabmal in Kerbela wurde zu ihrem bedeutendsten Heiligtum. Nicht weit weg davon entfernt befindet sich in Najaf das Grab seines Vaters Ali. Und in der Nähe dieser heiligen Stätten, von der Schia als heilige Schwellen, als Atabat im Mukaddasa bezeichnet, begraben zu liegen, galt schon immer als besonders erstrebenswert, da der Imam Ali das Eingangsrecht ins Paradies besitzt und am Tag des jüngsten Gerichts dort sein wird. Die erste prominente Persönlichkeit, die sich dort im Jahr 983 begraben ließ, war Abu ad-Dawla, der seinerzeit über weite Gebiete des Iraks und des Irans herrschte. Auf seinem Grabmal stand:
Dies ist das Grabmal des Adud Adaula. Er liebt die Nachbarschaft dieses frommen Sheikh Imam, weil er die Erlösung wünscht an dem Tag, da jede Seele Rechenschaft über sich geben muss. Aber Tausende folgten seinem Beispiel und so kam es, dass der Transport von Verstorbenen, Nakl al-Janais oder Nakl al-Amwat genannt, kontinuierlich zunahm, bis er Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte. Der Friedhof von Najaf, Wadi as-Salam, gilt inzwischen als der größte Friedhof der Welt. Eine der ersten Berichte über den Transport von Leichen nach Karbala und Netschaf überlieferte der englische Forscher William Kenneth Loftus, der um 1850 die Grenzregion der Türkei und des Irans bereiste. Seiner Schätzung nach wurden jedes Jahr 5.000 bis 8.000 Leichen aus Persien und Umgebung beigebracht, um in der geheiligten Erde begraben zu werden. Die Toten werden in Kisten transportiert, die mit grobem Filz bedeckt sind und jeweils zwei oder eine werden an jeder Seite eines Maultiers befestigt, auf dem ein zerlumpter Antreiber sitzt, der, während er so dahintrottet, seine Pfeife raucht und fröhlich singt, ganz ohne Rücksicht auf seine Fracht. Beim Vergleich der authentischen Schilderungen von Loftus und Vambery mit den Darstellungen von Schweiger Lerchenfeld und May, die ein, zwei Dekaden später verfasst wurden, fällt auf, dass die Nacherzähler einen deutlich aggressiveren Duktus gewählt hatten. Galten die Leichentransporte für die Augenzeuge als skurriler, vielleicht auch unappetitlicher Brauch einer obskuren Religionsgemeinschaft, wurden sie nun plötzlich zu einem Gefahrenmoment hochstilisiert. Karl May schuf den Terminus Todeskarawanen und er, wie Schweiger Lerchenfeld, behaupteten anders als die Forscher vor Ort, die Leichenzüge würden Abertausenden von unschuldigen Menschen den Tod bringen. Wie kam es nun zu dieser neuen Sichtweise? Anfang des 19. Jahrhunderts versetzte eine bis dato unbekannte Seuche, die sich von Asien herkommend in Windeseile über den ganzen europäischen Kontinent ausbreite und gar Amerika erreichte, die Bevölkerung der Welt in Schrecken. Eine milde Variante dieser Erkrankung war schon seit der Antike bekannt und hatte, da im Erbrochenen oft eine gallige Färbung beobachtet wurde, den Namen Cholera erhalten. Während die klassische Form, auch Brechruhr genannt, gewöhnlich nach 2-3 Tagen folgenlos ausheilte, erwies sich die neue, nun asiatische oder orientalische Cholera genannt, als verheerende, geradezu mörderische Seuche, deren Ursache freilich völlig unbekannt war. Jahrhundertelang war die Erkrankung im indischen Gangesdelta heimisch und verließ ihr endemisches Terrain erst mit der Expansion der britischen Ostindien-Kompanie, die auf dem indischen Subkontinent durch Kriege und Hungersnöte weiträumige Migrationsbewegungen auslöste und damit die Voraussetzung für einen Wandel von Endemie zur Pandemie schuf. Britische Truppen aus Indien kommend, schleppten 1821 die Seuche nach Maskat ein und von dort verbreitete sie sich in den Nordosten Afrikas. Wenige Jahre später trat sie in Moskau auf und russische Truppen brachten schließlich die asiatische Cholera nach Europa. Vergeblich versuchten sich die Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes mit einem Cordon sanitaire, einem militärischen Sperrgürtel, das Eindringen der Seuche in ihre Länder zu verhindern. Doch im Mai 1831 vermeldete Königsberg die ersten Cholera-Toten, bald darauf Pommern und dann Berlin. Im gleichen Jahr wütete die Cholera in Wien, ein Jahr später in Paris, dann in London und bald darauf in New York. Die kurze Zeitspanne der Erkrankung von Ansteckung bis zum Tod, die hohe Sterblichkeitsrate sowie die Ungewissheit über die Verbreitungsform machten die Cholera zu einer existenziellen Bedrohung der Menschheit. Da hier kein Arzt erklärend oder heilend eingreifen konnte, war dies, wie bei allen Seuchen, die Stunde der Verschwörungstheoretiker, wie auch der Quacksalber. Rachel van Hagen schrieb von Gerüchten, zwei Juden hätten in Berlin die Brunnen vergiftet
Und im pommerschen Stargard schuf Sanitätsrat Karl Mampe ein Mittel gegen die Cholera, indem er Bittertropfen mit Alkohol versetzte und in Apotheken anbot. Gegen Cholera, freilich halfen sie nicht, hatten aber bei genügend hoher Dosierung eine berauschende Wirkung und machten ihren Erfinder zu einem reichen Mann. Die Cholera wurde in Europa schnell als globales Problem erkannt, das nicht mehr allein auf nationaler Ebene bekämpft werden konnte. Hier war Frankreich gesundheitspolitischer Vorreiter und so fanden in Paris 1851 und 59 internationale Sanitätskonferenzen statt, bei denen die Cholera-Pandemie Anlass wie Hauptthema war. An diesen Tagungen nahmen erstmals auch Wissenschaftler teil, die allerdings die Ursache der Erkrankung nicht klären konnten. Wie auch bei der Pest existierten zwei konkurrierende Erklärungsmodelle. Einmal die Übertragung durch Miasmen, durch faulige Ausdünstungen, eine schon in der Antike formulierte Theorie. Andererseits, wie etwa seit der Renaissance vermutet, die Ansteckung durch einen wie auch immer gearteten Kontagionsstoff. Generell favorisierten die meisten Wissenschaftler die Kontagionstheorie. Allein Großbritannien als imperiale Seemacht vertrat eine gegenteilige Position, da sie ungehinderte freie Handelswege zur Erhaltung ihrer Wirtschaftskraft benötigte und jede Einschränkung als Ärgernis betrachtete. Verständlich daher, dass die Konferenzen ohne praktische Ergebnisse endeten. Erst die dritte internationale Sanitätskonferenz, die 1866 in Konstantinopel abgehalten wurde, brachte praktische Konsequenzen, führte aber auch zu einer Konfrontation zwischen den europäischen Delegierten und den Abgesandten der muslimischen Länder. Im Jahr zuvor war es in Mekka zu einer Katastrophe gekommen, als 30.000 Menschen, etwa ein Drittel aller Pilger, an Cholera starben und heimkehrende Hadjis hatten die Krankheit nach Suez verschleppt, von wo sie den Weg nach Europa fand. Und dies, nicht etwa das Massensterben in Mekka, wurde eigentlich als Desaster empfunden. In früheren Zeiten waren die Pilger auf ihrer Wallfahrt Wochen, ja monatelang durch trockene Wüstengebiete unterwegs. Wer krank war oder wurde, starb. Und diese natürliche Quarantäne fiel nun, da die Dampfschifffahrt die Reisezeit von Indien nach Dschidda und weiter nach Suez drastisch verkürzte, weg. Während man in Europa die zunehmende Mobilität der Menschen als Zeichen eines zivilisatorischen Fortschritts sah, erhielt das gleiche Phänomen im muslimischen Orient eine negative Konnotation. Dort, so ein Dokument dieser Sanitätskonferenz, überquert die meist herumreisende und nomadisierende Bevölkerung unaufhörlich und in großer Zahl die Grenzen an 100 verschiedenen Punkten. Diese Bevölkerung unterwirft sich nur der realen Gewalt und hat nicht den geringsten Respekt vor dem Gesetz. Im Gegenteil, sie tut alles, was sie kann, um es zu verletzen. Als Übeltäter der Pandemie wurden also die muslimischen Pilger ausgemacht und so einigten sich die europäischen Mächte auf der Sanitätskonferenz auf die Formel, ich zitiere, das religiöse Zentrum des Islam als Brutstätte einer europabedrohenden Seuche zu sehen. Die Cholera betraf die gesamte Menschheit, doch die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sahen keine gleichberechtigte Welt vor. Vielmehr ging es darum, wie die traditionellen Seuchenschutzbarrieren gesenkt und gleichzeitig Europa vor der Einschleppung der Krankheit geschützt werden konnte. Das Osmanische Reich musste sich daher verpflichten, an seiner Ostgrenze vom Schwarzen bis hinab zum Roten Meer an den wichtigsten Handelsrouten Quarantänestationen einzurichten und die Pilger wie auch Handelsströme zu kontrollieren. Auf der Konferenz wurde auch die Überführung von Leichen ins Osmanische Reich thematisiert. In Europa, so Fazit der Experten, gibt es keinen Grund zur Befürchtung, dass die Leichen die Krankheit von einem Ort zum anderen übertragen könnten. Nicht aber so in Asien. Wir wissen nämlich, dass die Perser die Gewohnheit haben, eine große Anzahl von Leichen in allen Graden der Verwesung mitzubringen, angefangen von Knochen, die in Säcken und Kisten verpackt sind, bis zu den Toten des Vortages. Belege aber, dass die importierten Leichen als Krankheitsüberträger anzuschuldigen wären, konnte die Kommission nicht anführen.
Als im Jahr 1870 der persische Schah Nasreddin als Pilger die heiligen Stätten im Irak besuchte, kam es auch zu einem Treffen mit Mithat Pascha, dem damaligen Gouverneur von Bagdad, und nun konnten erstmals erfolgreiche Verhandlungen über die Praktiken der schiitischen Leichentransporte geführt werden. Schließlich unterzeichneten beide Seiten einen Vertrag, in dem die Leichname in zwei Kategorien eingeteilt wurden. In feuchte, also frische Leichen, und trockene Leichen, die mindestens 3 Jahre zuvor schon verstorben und begraben sein mussten. Nur trockene Leichen, sprich deren exhumierte Knochen, durften nun in das Osmanische Reich eingeführt werden, und als Bestätigung musste ein offizielles Beerdigungsdokument vorgelegt werden. Ohne diese Bescheinigung durften die Überreste weder den Iran verlassen noch in die Türkei einreisen. Diese Regelung galt im Übrigen auch für den innertürkischen Leichentransport. So durften im Irak Verstorbene nur innerhalb von 12 Stunden nach ihrem Ableben als feuchte Leichen an den Schwellen begraben werden. War dies nicht möglich, mussten auch im Osmanischen Reich Tote 3 Jahre auf ihre Bestattung in Nedschaf oder Karbala warten. In den Jahren von Januar 1881 bis 1884 leitete der aus dem Libanon stammende und in Deutschland aufgewachsene Arzt Dr. Lamek Saad die osmanische Quarantänestation von Kanikin. Just in dieser Zeit erschienen im Hausschatz die ersten Teile von Mays Orientroman. Während also in deutschsprachigen Ländern die Leser atemlos schaudern, Kare Benemsis Abenteuer in Mesopotamien mitverfolgten, erlebte Saad die Realität. Das Wenige, was wir über diesen Arzt wissen, liest sich, so ein biografischer Abriss, fast wie eine Geschichte von Karl May. Und dieses Grund genug, den ungewöhnlichen Lebenslauf des Quarantänearztes kurz zu skizzieren. Lamek Saad wurde 1852 östlich von Beirut geboren. Seine Eltern waren maronitische Christen und kamen 1860 bei den landesweiten Massakern ums Leben. 2 Jahre später begegnete ihm der Orientalist Laurenz Reinke, der den Knaben nach Deutschland mitnahm und seinem Onkel, einem Theologieprofessor, in Obhut gab. Saad legte das Abitur ab, begann an der Universität Würzburg das Studium der Medizin und schloss es erfolgreich ab. Da er in seiner Wahlheimat keine Betätigung als Arzt fand, reiste er in die Türkei und wurde dort von der osmanischen Sanitätsverwaltung als Quarantänearzt angestellt. Sein erster Einsatzort war Kanikin, nordöstlich von Bagdad gelegen, eine trostlose Grenzstadt zwischen dem Osmanischen Reich und dem Iran, den alle Reisenden von Bagdad nach Bagdad und vor allem alle Pilger passieren mussten. Mein Dienst, so Dr. Saad in seinen Lebenserinnerungen, bestand in der Leitung des administrativen und der ärztlichen Kontrolle über die aus Persien kommenden Pilger und Reisenden. Ein jeder Pilger hat 10 Piaster und für jede eventuelle mitgebrachte Leiche eine Taxe von 50 Piastern zu bezahlen, wofür er einen Passagierschein erhält. Kinder unter 7 Jahren und Militär bis zum Hauptmann sowie ganz Arme sind frei. Die Leichen müssen, wenn sie aus Persien kommen, luftdicht in Blechsärgen verschlossen sein. Sind sie dies nicht, so muss es in Kanikin geschehen, ehe der weite Transport erfolgen kann. Skelette werden in Kisten oder Säcke befördert. Um der Taxe zu entgehen, verstecken die Perser überall, wo sie können, die menschlichen Knochen in einer sehr raffinierten Weise. Anders als Schweiger Lerchenfeld und May, die mit düsteren Farben die Ankunft der Pilgerscharen malten, schilderte Saad undramatisch und sachlich das Nahen der Karawane. Ich zitiere: Schon vor Ankunft der Pilgerkarawane wimmelt der Platz vor der Quarantäne von Menschen. Müßiggänger aller Art, Krämer, Geldwechsler, Soldaten, Zollbeamte, alle treiben sich auf dem Platze herum und wenden ihre Blicke voll Ungeduld in die Richtung der persischen Grenze. Endlich ertönt der Ruf, die Pilger kommen. Langsam, in langen Zügen, naht die Karawane, die Tiere mit den Totenkisten beladen, Reiter zu Pferde, zu Esel, auf Maultieren oder Kamelen. An der Seite dieser bunten Menge gehen die unbemittelten Pilger zu Fuß, den Stock in der Hand und den Brotsack auf dem Rücken.
Die tiefste Stille herrscht unter dieser aus allen Völkern Irans zusammengesetzten Menge. An der Spitze der Karawane befindet sich ein Vorreiter, der meistens ein Nachkomme des Propheten ist. Er hält als Zeichen seiner Würde in der Hand eine Lanze, an deren Spitze ein Fähnlein mit dem persischen Wappen flattert, ein Löwe vor der aufgehenden Sonne. Über den Transport der Leichen, schrieb Saad, sie, also die Leichen, werden meist mit Filz umwickelt, an zwei seitlichen Stangen befestigt und quer über den Rücken eines Maultiers gelegt. Nicht selten sieht man nur Totenkarawanen ankommen. Die Frauen betreiben gerne einen sonderbaren Schmuggel. Sie verstecken die Skelette in ihren weiten Kleidern, einen Teil über der Brust, einen anderen zwischen den Beinen. Die äußerste List, welche die Perser anwenden, um sich der Zahlung der Taxe zu entziehen, besteht darin, dass sie die Knochen ihrer Anverwandten pulverisieren und in einem kleinen Beutel als Mehl durchschmuggeln. Letzteres konnte, wie Saad ausführte, in Einzelfällen zu unappetitlichen Verwechslungen führen. Auch florierte die Kunst, feuchte Leichen möglichst schnell in trockene zu verwandeln. Zitat, den frischen Leichen wurde das Fleisch mit Messern und Stein abgeschlagen und das Skelett anschließend mit Kalk und Arsen behandelt. Nachdem es einige Tage in der Sonne gelegen hatte, soll es ausgesehen haben wie die Knochen eines Menschen, den der Tod vor 3 Jahren ereilt hatte. Trotz nie endender Beschwerden von Seiten der iranischen Regierung, die ihre Staatsangehörigen permanent benachteiligt glaubte, wurden die Bedingungen des Vertrags von 1871 vor Ort weitgehend beibehalten. Auch die Sanitätssteuer blieb unverändert. Als dann im Jahr 1892 in Persien eine Cholera-Epidemie gemeldet wurde, durften weder Pilger noch Leichen die Grenze überschreiten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich das wissenschaftliche Verständnis von Infektionskrankheiten fundamental gewandelt. Bereits 1849 hatten die beiden englischen Ärzte John Snow und William Budd die Ansicht vertreten, dass Cholera von lebenden Organismen im Trinkwasser verursacht wurde. Erst als im Januar 1894 Robert Koch es gelang, aus den Leichen von Cholera-Toten eine Reinkultur von kommaförmigen Bakterien zu isolieren, war der letzte Beweis für die bakterielle Natur der Erkrankung erbracht. Das Kontagium der Pesterkrankung wurde ebenfalls kurz vor der Jahrhundertwende entdeckt. 1894 beschrieben zeitgleich Alexandre Yersin und Shibasaburo Kitasato in Hongkong ein stäbchenförmiges Bakterium Pastorella oder wie es heute heißt Yersinia pestis als Erreger der Erkrankung. Zu diesem Zeitpunkt hatten aber beide Seuchen noch lange nicht ihren Schrecken verloren. Kurz zuvor, 1892, kamen im zivilisierten Hamburg und nicht etwa im Dreckloch Bagdad knapp 9000 Einwohner während einer Cholera-Epidemie ums Leben. Als Robert Koch die sanitären Verhältnisse in den Hamburger Slums sah, bemerkte der weitgereiste Forscher bitter: Ich habe noch nie solche ungesunde Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen. Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde. Doch nun hatte die medizinische Wissenschaft den Schleier des Unwissens gelüftet und so die Tür zur kausalen Bekämpfung von Infektionskrankheiten geöffnet. Damit wurden jahrhundertelang geglaubte Glaubenssätze wie die Miasmustheorie ad acta gelegt. Und daher konnte schließlich im Jahr 1916 der englische Mediziner Dr. Frank Climaux in der Zeitschrift Lancet alle Spekulationen über die Gefährlichkeit der schiitischen Leichen ein für allemal beenden. Während immer wieder Krankheiten durch die Wanderung der schiitischen Pilger eingeschleppt und verbreitet wurden, muss bemerkt werden, dass dies offenbar nie durch einen Transport von schiitischen Leichen geschah. Es konnte kein Fall festgestellt werden, in dem die Pest oder die Cholera, die beiden Krankheiten, die im Rahmen der internationalen Übereinkommen bekämpft werden, durch diese Leichen eingeschleppt oder verbreitet wurden. Damit war natürlich auch Karl Mays Vorwurf substanzlos geworden. Die Todeskarawanen hätten Abertausenden von Menschen in Tod gebracht. Trotzdem wurde das Narrativ von der Bedrohung der Welt durch schiitische Fanatiker in zig Millionen von Büchern weiter
veröffentlicht. Karl May verwendete das Motiv der Todeskarawane gleich mehrfach. Erstmals, wie erwähnt, als Episode seines Orient-Romans. Dann als Begleittext eine Illustration namens Die Todeskarawane auf dem Wege nach Kerbela, nach einer Skizze gezeichnet von Albert Richter, die 1894 in der Zeitschrift Illustrierte Zeitung erschien. Ein Jahr später wurden Illustration und Text unverändert in der Zeitschrift Alte und Neue Welt abgedruckt, hier noch mit dem Untertitel Ein orientalisches Sittenbild von Dr. Karl May. Beim Vergleich der Fassungen fällt auf, dass May in diesen Sachtexten seine Polemik steigerte. Über die Pilger schrieb er nun: Der Hass dieser Anhänger Alis und seine Söhne hat sich auf dem Weg nach Kerbela zu Wut gesteigert. Sie triefen von Verwünschungen ihrer Gegner. Und wenn ein solcher so tollkühn wäre, ihnen nicht auszuweichen, sein Leben hing an einem Haar, wollte er es aber gar versuchen, Maschad Ali oder Kerbela zu betreten, so würde er sicher in Stücke zerrissen und unter ihren Füßen zu Brei verstarben. Ende 1897 griff May im zweiten Teil des Silberlöwen-Romans ein weiteres Mal das Motiv der schiitischen Leichenzüge auf. Zwar trafen Kare Benemis und Haji Halef, als sie Bagdad in Richtung Bir Nimrud verließen, nicht mehr auf schiitische Pilger, aber die einstige Begegnung mit dem Leichenzug hatte sich so tief in der Erinnerung beider Reisenden eingegraben, dass Halef erstaunt bemerkte: Sieh, die riechst du nicht? Mir ist ganz so, als ob wir uns im Pesthauch der Todeskarawane befinden. Im Weiteren aber begnügte sich May nicht mit bloßen Reminiszenzen, sondern weitete die Beschreibung der Todeskarawane schon formal um das Vierfache aus. Inhaltlich verschärfte er auch weiter den Ton und fügte eine tüchtige Prise Religionshass dazu. Dies liest sich wie folgt: Je weiter der Zug vorübergeht, desto fragwürdiger werden die Figuren, die ihn bilden. Es kommen die Ärmeren, die ganz Armen, die Bettler und schließlich die Marodeure, das Gesindel. Sie gehen barfüß, aber ihre Augen blicken Stolz und Verachtung wohnt selbst zwischen den hässlichen Runzeln ihrer Gesichter. Sie sind die von Allah allein Begnadeten. Und wer nicht mit ihnen humpelt, nicht mit ihnen höht und speit, der ist ein verdammter Sohn des Teufels, ein verfluchter Erbe der tiefsten Höllenqualen. Vollends diffamierend wird May, wenn er den verheerenden Ausbruch der Pest, die im Jahr 1831 zwei Drittel der Einwohner Bagdads hinraffte, der verstockten Haltung der islamischen Geistlichkeit zuschreibt, die angeblich trotz Bitten der europäischen Bewohner einer schiitischen Pilgerkarawane den Zug durch Bagdad erlaubt. Ich zitiere May: Das Verlangen der Christen, so lässt May die Mullahs urteilen, ist eine Versündigung gegen den Koran. Wenn der Pest diese Ungläubigen tötet, so geschieht ihnen Recht, weil sie die heilige Lehre des Islam verwerfen. Sollten aber auch Gläubige sterben, so hat Allah es gewollt, welche die Todesstunde jedes seiner Anbeter kennen, und sie gehen alle in den Himmel ein. Nach dieser Entscheidung wurde gehandelt und die Folge war, dass die Seuche sich in einer noch nie dagewesenen Weise über die Stadt verbreitete. Und als es endlich vorüber war, hatten zwei Drittel der Einwohnerschaft den Bescheid der Mullahs mit dem Tod bezahlt. Über den Pestausbruch in Bagdad und seine Folgen gibt es den erschütternden Augenzeugenbericht des englischen Missionars Anthony Norris Groves, dessen Frau und Tochter der Seuche zum Opfer fielen. Kein Wort in seinem Werk über eine schiitische Karawane als Verursacher der Pest, kein Wort über die verstockte islamische Geistlichkeit. Wie so oft hatte damals die Epidemie ihren Weg von Ost nach West genommen. Bereits 1830 Tebris heimgesucht und dann Mosul verwüstet. Über 70% der Stadtbevölkerung in Mosul wurden damals von der Pest dahingerafft. Kurz vor seinem Tode hatte Karl May in Wien von seiner Liebe zum Orient berichtet. Ich zitiere: Darum bemühe ich mich in meinen Büchern, Sympathien für die Orientalen zu erwecken. Und das ist mir, wie ich glaube, gelungen. Jeder Leser meiner Bücher weiß, was wir dem Orient schuldig sind und ist dankbar dafür. Liebesbeziehungen, meine Damen und Herren, können auch grob verletzende Seiten zeigen.
Und hier hat May, der für Generationen von Deutschen das Bild vom Orient geprägt hat, die im 19. Jahrhundert gängige Farbe von der Bedrohung Europas durch muslimische Pilgerzüge übernommen, auf die schiitischen Leichentransporte projiziert und dann grotesk überzeichnet. Wie sehr sich dieses Narrativ in den Köpfen von Lesern festgesetzt hat, zeigt eine Arbeit aus dem Karl-May-Jahrbuch 1979. Dort führt Karl Mörth aus, zitiere, so zivilisiert der Iran nach außen hin wirkt, so kultiviert der gebildete Perser zu sein scheint, unter diesem dünnen Lack von Kultur und Zivilisation lauert überall der schiitische Fanatismus in nahezu ungebrochener Kraft. Was hat sich also im Grunde im Vergleich zu den Zeiten Schweiger-Leichenfelds oder Karl Mays geändert? Nicht viel. Und wie wir sehen, auf dem Gebiet fanatisch-religiöser Dummheit gar nichts. Im Abendland wird so etwa Zeit der Orient als ein großes, komplementäres Gegenstück dargestellt. Die im Laufe vieler Jahrhunderte entstandene Literatur bildet da, zitiere, ein durchstrukturiertes Archiv mit einem Kern von typischen Themen. Die Reise, die Geschichte, die Fabel, das Klischee, die polemische Konfrontation. Das sind die Linsen, durch die wir den Orient sehen. Und sie prägen die Sprache, die Wahrnehmung und die Begegnung zwischen Ost und West. Die Lektüre der Todeskarawanenbeschreibung musste seinerzeit beim Leser zwei gängige Ansichten bestätigen. Der Orient ist rückständig und für das Abendland eine Bedrohung. Vor allem ruft gerade May, ich zitiere, es gibt keine Regierung und keine Autorität, die die Macht besitzt, dagegen anzukämpfen, auch nach einer ordnenden Hand, die nur von außen, sprich Europa, kommen kann, da das Osmanische Reich unfähig zu einer effektiven Staatsführung ist. Und so legitimierten die europäischen Mächte ihren globalen Herrschaftsanspruch mit der Pflicht, dem Rest der Welt Nachhilfeunterricht in Sachen Kultur, Humanität und Zivilisation erteilen zu müssen. Es war, wie Rudyard Kipling so treffend formulierte, the white man's burden, die Bürde des weißen Mannes, Licht, sprich Zivilisation, in den dunklen Orient zu bringen. Das dritte Kapitel des Romans von Bagdad nach Stambul trägt die Überschrift Die Todeskarawane, beschreibt aber nur auf seinen ersten Seiten noch einige fußkranke Nachzügler des Pilgerzuges. Das eigentliche Thema des Kapitels ist die Pesterkrankung von Kara Benemsi und Hadji Halef. Und all die vielen Seiten vorher und auch die Begegnung mit der Todeskarawane sind eine allmähliche Hinführung zum Klimax der Erzählung. Nun gibt es in dem Orient-Roman zahlreiche Episoden, in denen der Held erkrankt. Die sind in der Regel Unfälle und somit unvermeidliche Begleiterscheinungen im Leben eines Helden. Die Pesterkrankung ist von einer gänzlich anderen Qualität. Vor allem befällt sie beide literarische Repräsentanten der Person Mays. In Kara Benemsi hat May seine Wunschvorstellung seiner Persönlichkeit geformt, während er in der Gestalt Halefs mehr tatsächliche Persönlichkeitsmerkmale skizzierte. Kurz, in der Pesterkrankung schrieb May auch über sich selbst. Und so kehren wir zurück zu dem Beginn dieser Ausführungen, in dem Forscher einen Bezug zwischen dem Inhalt des Romans und der Biografie Mays herstellen. May selbst hatte bereits Hinweise gegeben, dass er zumindest während seiner Adoleszenz an einer krankhaften psychischen Krankheit gelitten habe. In einer Eingabe an den Untersuchungsrichter Larras beklagte er, dass die Vagantenzeit, Zitat, ihn vor den Strafrichter brachte, anstatt vor den Arzt und Psychologen. Verständlich also, dass es Versuche gab, den Menschen May auch pathografisch zu beschreiben, um die bizarren Seiten seines Charakters wie auch manche seiner Taten zu erklären. Diese Debatte ist mit unterschiedlichen Deutungen geführt worden und von mir wurde an einem anderen Ort die These vertreten, May habe an einer affektiven Störung gelitten. Unter diesem Begriff versammelt sich eine Gruppe von unterschiedlichen Störungen des Gefühlslebens. Diese können sich in Richtung Depression bewegen oder in Richtung Manie gesteigert sein. Die Ausprägung kann ganz unterschiedlich sein. Affektive Störungen können in Wahnvorstellungen münden, sich aber auch auf einem niedrigen, von der Umwelt schwer zu entzifferbarem Niveau bewegen. In Mays Vita lassen sich zahlreiche hypomanisch geprägte Episoden aufzeigen, die ich hier gar nicht erwähnen muss, aber auch depressives Erleben war ihm nicht fremd.
Während seiner vaganten Zeit litt er nach eigenen Angaben an einer, Zitat, seelischen Depression. Und im Schlusskapitel seiner Autobiografie schildert er sich als schwer kranker, depressiver Patient. Seit einem Jahr ist mir der natürliche Schlaf versagt. Will ich einmal einige Stunden ruhen, so muss ich zu künstlichen Mitteln, zu Schlafpulvern greifen, die nur betäuben. Auch essen kann ich nicht. Dafür aber Schmerzen, unaufhörliche, fürchterliche Nervenschmerzen. Mir ist, als müsse ich ohne Unterlass brüllen, um Hilfe schreien, ich möchte sterben, am liebsten sterben, sterben, sterben. In der Schilderung der Pesterkrankung hat May, so meine These, eigenes depressives Erleben literarisch verarbeitet, vor allem in der knappen Beschreibung der Erkrankung Halefs. Hat er einen wichtigen Hinweis zur Deutung gegeben. Halef, Mais Anima, also Mais Seele, wird zunächst von einer für die Pest charakteristischen Niedergeschlagenheit ergriffen. Dann entwickelt sich bei ihm die schwerste, die biliöse Form der Pest, übersetzt etwa als gallige Form der Pest, eine Verlaufsform, die es so nie gab, auch wenn galliges Erbrechen bei Pestkranken auftreten konnte. Mais gallige Pest ist ein Rückgriff auf die antike Säftelehre des Körpers, bei der das Blut, die gelbe Galle, die schwarze Galle und der Schleim je nach Mischung über Gesundheit oder Krankheit des menschlichen Organismus entscheiden. Galen von Pergamon ordnete diesen Säften die unterschiedlichen Temperamente des Menschen zu, die bis heute populäre Gültigkeit besitzen. Und so unterscheiden wir uns seitdem in Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker. Bei Halefs galliger Pesterkrankung nun dominierte nicht die gelbe, sondern wie das Symptom Niedergeschlagenheit beweist, die schwarze Galle, auf Griechisch, die Melena Choli, die wir in dem Wort Melancholie wiederfinden. Wenn wir daher aus der Diagnose gallige Pest die Metapher Pest streichen, bleibt als Erkrankung Halefs und somit seines Schöpfers die Melancholie, die Depression. Die Eindrücke der Jugend zu May im Orientroman sind niemals gänzlich zu verwischen. Und die Erinnerung kann wohl schlafen, aber nicht sterben. 20 Jahre später griff May im dritten Band des Silberlöwen-Romans das Motiv dieses ganzheitlichen Zusammenbruchs wieder auf. Das Kapitel überschrieb er mit »Am Tode«. Dieses Mal ist es der Typhus, Zitat, »fast ebenso gefährlich und langwierig wie die Pest«. Wieder werden beide Protagonisten von der gleichen Krankheit befallen und erneut erkrankt Halef am schwersten. Als Leitmotiv dient nun ein anderes Charakteristikum der Depression, die Beschäftigung mit dem Tod. Die Halef zunächst in eine Frage kleidet, Sidi, wie denkst du über das Sterben? Und dann schildert er anschaulich, wie sich in ihm allmählich das depressive Fühlen ausbreitet. Zitat, aber es ist etwas in mich hineingekrochen, was nicht hineingehört. Es ist etwas Fremdes, etwas Überflüssiges, etwas, was ich nicht in mir dulden darf. Es steckt in meinen Gliedern, in den Armen, in den Beinen, in jeder Gegend meines Körpers. Ich weiß nicht, wie es heißt und weiß nicht, was es will. Meine Damen und Herren, Karl May schrieb seine klassischen Reiseromane in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Zeit, in der die westlichen Mächte und auch das Deutsche Kaiserreich ihre Herrschaftsgebiete weltweit ausdehnten und die Zeit des Imperialismus formten. Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn wir im Werk Mais immer wieder auf koloniale Denk- und Wahrnehmungsmuster stoßen. Und seine Schilderung der schiitischen Leichenzüge war, um die Frage meines Vortragstitels zu beantworten, ohne Zweifel üble Propaganda. Die Pesterkrankung allerdings, narrativ eng mit ihr verbunden, kann gut als Literarisierung einer depressiven Episode des Autors verstanden werden. Klaus Roxin konnte vor Jahren noch global feststellen, Mais Werk zeichne sich, Zitat, durch Toleranz und Verständnis in der Tradition Lessings und Herders aus. Heute, da wir uns mit postkolonialen Diskursen auseinandersetzen, gilt genauso Helmut Schmieds Urteil, dass dort auch, ich zitiere, kolonialistische, rassistische und antisemitische Elemente enthalten sind und das nicht nur am Rande. May selbst überwand nach seiner Orientreise auch letztlich einen Großteil seiner
kolonialen Denkmuster und wandelt es sich zu einem überzeugten, wenn auch letztlich erfolglosen Kritiker des westlichen Imperialismus, der bald nach seinem Tode zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts führte. Wollen wir wissen, wie der Weg dorthin beschritten wurde, müssen wir auch in Karl Mays Werk die Spuren von kolonialen Anschauungen benennen. Dies schulden wir nicht nur unserer intellektuellen Redlichkeit, sondern auch dem Vermächtnis des Autors. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.